Wenn du Probleme hast, in deinem Musikvideo die Cuts auf den Takt zu setzen, dann ist dieser Hack das, was du brauchst. Der funktioniert mit jedem Video-Editor, egal ob DaVinci Resolve, HitFilm, Premiere, Final Cut Pro, mir egal, nenn ihn, es funktioniert. Solange es eine Audio-Timeline hat, funktioniert's. Schritt Nummer 1, lad dir den Metronom-Beat runter, den ich für dich vorbereitet habe. Nachdem du den Track runtergeladen hast, ziehst du ihn einfach in deinen Video-Editor rein. Anschließend stellst du die Geschwindigkeit dieses Tracks auf die BPM-Anzahl ein. Dieser Track ist in 100 Beats per Minute. Das heißt, wenn du einen Beat hast, der 70 Beats per Minute lang ist, stellst du auf 70%. Hast du 120 Beats per Minute, stellst du ihn auf 120%. So easy ist das. Wenn du die BPM-Anzahl deines Songs nicht kennst, dann lad dir einfach eine Metronom-App runter, die eine Tab-Funktion hat. Und dann tappst du einfach auf den Beat des Songs. Und dann gibt dir die App die BPM-Anzahl. Danach musst du ihn bloß noch mit der Audio deines Songs synchron stellen. Und mit diesem Layer ganz oben siehst du immer an den Transienten, wo du schneiden musst. Am besten schneidest du immer kurz vor den Transienten. Und somit kriegst du deine Audio-Cuts schnell und gut hin. Und wenn du mehr Input zum Videoschneiden haben willst, dann schau doch mal hier drüben. Hier sind noch schöne Videos für dich. Hau rein!